Ja, so gut wie all meine normaleren Make-up-Looks, die kein Facepaint beinhalten, so gut wie immer Freckles. Ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein Fake-Freckle-Tutorial. Dafür brauchen wir eigentlich einfach nur einen Bronzer, ein Fixing-Spray oder auch einfach Wasser, tut genau dasselbe Ergebnis, und eine Zahnbürste. Bronzer sollte möglichst sehr warmstichig sein, da wäre mir persönlich zum Beispiel auch zu warm. Sprühe ich hier einfach was von diesem Fixing-Spray rein, oder ihr könnt wie gesagt auch Wasser nehmen. Mach die Zahnbürste nass, gehe ich hier rein, nehme hier etwas Farbe auf. Das meinetwegen nochmal nass, damit es auch wirklich richtig funktioniert. Jetzt mache ich meine Augen zu, weil ich jetzt nämlich mit dem Finger quasi das von der Bürste auf mein Gesicht so drauf sprenkel. Das könnt ihr dann so oft wiederholen, bis ihr jetzt zufrieden seid mit der Anzahl. Jetzt nehme ich mir so ein Freckle-Produkt her, das hier ist jetzt von SheGlam, und setze mir da nochmal vereinzelt etwas größere Freckles hin und die verblende ich dann noch mit dem Finger. Und das war es tatsächlich schon. Das sind dann die Fake Freckles. Wie gesagt, ich habe relativ viele drauf. Ich mag das aber auch so. Ihr könnt natürlich auch einfach weniger mit der Bürste drüber gehen. Dann sind natürlich auch weniger Freckles auf dem Gesicht. Ihr könnt euch auch einfach nur hier auf die Nase konzentrieren, dass das jetzt nicht so weit außen ist. Also das liegt ganz bei euch. Verwendet die Matuda auch tatsächlich öfters mal, wenn ich zu Halloween irgendwelche Looks mache. Gerade bei weißen Bases gehe ich dann auch oft in Wasserschminke rein und sprenkle dann immer mal so Farbsachen drüber. Also das geht echt in ganz vielen Bereichen. Eine Zeit lang habe ich auch dieses Ansatzspray verwendet, was ihr bestimmt auch alle schon gehört habt, aber das ist mir irgendwie immer ein bisschen zu tricky, weil ab und zu hat man dann halt wirklich einfach nur einen Farbklecks im Gesicht und das finde ich dann nicht so geil. Da finde ich die Methode hier wesentlich sicherer, weil da geht eigentlich nichts schief. Lasst mich in den Kommentaren super gerne wissen, wie euch das fertige Ergebnis gefällt.